Dani, Glückwunsch erstmal zum 200. FCA-Spiel in der Bundesliga. Ein bisschen undankbar, dass es gegen den FC Bayern ging, oder? Ja, es ist jetzt so gekommen. Ich freue mich natürlich über so eine besondere Zahl, für einen Verein 200 Ligaspiele gemacht zu haben. Leider hat es heute nicht gelangt, aber ich denke, gegen Bayern muss schon viel zusammenlaufen, dass du so ein Spiel gewinnst. Wir haben es in der ersten halben Stunde gut gemacht bis zum Gegentor, hatten dann bei der Standardsituation einmal die Chance, den Ball zu klären. Und von daher, wenn du gegen Bayern was mitnehmen willst, dann darfst du solche Fehler oder so wenig wie möglich Fehler einfach machen. Und das haben wir heute leider verpasst und Bayern hat das eiskalt ausgenutzt. Wir nehmen trotzdem nochmal den positiven Aspekt, dein Jubiläum auf. Du hast auch ganz, ganz wenige Spiele nur verpasst beim FC Augsburg. Wie bedeutend ist das für deine Karriere, so lange hier bei diesem Verein zu spielen und jetzt so eine magische Zahl, sag ich mal, erreicht zu haben? Ich denke, die Zahl, die spricht für sich, weil ich glaube, ich weiß nicht, wie viel Spiele der FC Augsburg insgesamt in der ersten Liga hat. Ich habe nur ein paar verpasst, das ist was Besonderes, so lange bei einem Verein zu sein. Wie gesagt, es ist mein Verein geworden. Ich werde hier nicht mehr weggehen, solange ich noch spiele. Und von daher, ja, freue ich mich natürlich um was Besonderes. Aber wie gesagt, hätte heute lieber was mitgenommen nach Augsburg für die ganzen Jungs hier. Was zählt für die nächsten Tage? Ich glaube, Punkte gegen den FC Bayern sind von Haus aus nicht wirklich eingeplant, auch wenn man sagt, das ist genauso ein Spiel wie jedes andere, wo es um 3 Punkte geht. Jetzt schnell abhaken und nächste Woche auf Wolfsburg konzentrieren? Ja, genau so ist es. Wir werden das Spiel morgen wahrscheinlich noch analysieren, dann abhaken und dann Kraft sammeln und volle Kraft voraus gegen Wolfsburg. Es ist ein wichtiges Heimspiel, wir wollen zu Hause wieder mal ein Spiel gewinnen und dann müssen wir am Samstag einfach alles dafür tun, um dieses Spiel zu gewinnen. Freust du dich auf das Wiedersehen mit deinem Vorgänger, der Kapitänsbinde? Ja, Paul ist ein Freund von mir geworden und lang mit ihm zusammengespielt und haben letzte Woche schon Kontakt miteinander gehabt. Er freut sich auch riesig, haben beide gesagt, es ist ungewohnt, dass wir es jetzt mal gegeneinander spielen. Nicht, dass wir uns dann aus Versehen die Bälle in den Fuß spielen gegeneinander. Aber wie gesagt, denke dann, ist es 90 Minuten, ruht es und jeder tut alles dafür, für seine Mannschaft, dieses Spiel zu gewinnen. Und nach dem Spiel werden wir uns dann wahrscheinlich bei uns in der Kabine sehen. Das kann man so sagen, es ist uns wirklich gar nicht gelungen, ein offenes Spiel zu bieten. Beziehungsweise klar, war 30 Minuten stand es 0-0, aber wir hatten, glaube ich, keine gute Möglichkeit oder beziehungsweise mal einen eigenen Ballbesitz oder Konter. Wir haben es dann einfach nicht gut ausgespielt und dann haben wir wirklich heute zu Recht auch 13-0 verloren. Es ist trotzdem besonders ärgerlich, dass die Gegentore durch einfache Ballverluste und eigene Fehler passiert sind? Ja, klar, das darf uns gegen so eine Mannschaft nicht passieren. Das waren wirklich zu einfache Fehler. Trotzdem hat man meistens dann noch eine Möglichkeit, hinten zu retten oder schießt mal einer drüber. Heute waren sie sehr effektiv und muss man einfach den Hut ziehen und das so anerkennen. Ihr habt gesagt, dass Spiel gegen den FC Bayern ist genauso wie jedes andere Spiel. Das hat man heute verloren. Ich glaube, Punkte gegen so einen Gegner sind als FC Augsburg nicht eingeplant. Trotzdem, bewertet ihr jetzt dieses Spiel nach der Niederlage? Ja, wir müssen sicher kritisch sein. Es war nicht genau das, was wir uns vorgenommen haben. Wir haben uns schon was Gutes zurechtgelegt und haben das auch im Training gut umgesetzt. Aber Bayern war heute einen Ticken zu stark und wir haben dann, wie gesagt, keine gefährliche Aktionen oder Konter gespielt und dann wird es schwer. Dann kommst du nie hinten raus und dann hast du nie Ruhe im Spiel. Aber nichtsdestotrotz müssen wir das natürlich schon kritisch anschauen. Aber wir wissen auch, wer der Gegner war und dass sonst in der Bundesliga momentan keine Mannschaft zum Fußball spielt. Schnell abhaken und nächste Woche gegen deinen Ex-Verein Wolfsburg besser machen zu Hause? Ja, das wäre das Ziel, genau. Danke. Ja, herzlich willkommen zur abschließenden Pressekonferenz mit den beiden Cheftrainern Manuel Baum und Jupp Heynckes. Wir wollen natürlich mit unseren Gästen beginnen. Wenn Sie uns Ihre Einschätzung bitte kundgeben, Herr Baum. Ja, zunächst mal Gratulation zum Sieg an den FC Bayern. Kurz die Einschätzung zum Spiel. Ich denke, wir sind ordentlich ins Spiel reingekommen, vor allem was das Verteidigungsverhalten betrifft, haben wenig zugelassen. Umso ärgerlicher ist es, dass wir die 2 Tore nach eigenem Ballverlust bekommen. Man sieht es beim ersten. Da erobern wir gut und spielen dann ins Pressing weiter, anstatt dass wir rausdrehen. Dadurch entsteht dann das Foul am Robben und der Freistoß, der dann eben zu dem Tor führt. Und das zweite Tor, ich denke, das hat auch jeder gesehen, einfacher Ballverlust. So kriegen wir in der ersten Halbzeit die 2 Tore. Natürlich hätten wir uns nach vorne noch ein bisschen mehr erwartet, aber bis auf den, ich glaube, Freistoß und den Kopfball von Kevin Danzo
war da nicht allzu viel los. Dann gehst du in die Halbzeit rein und nimmst da wieder viel vor, kommst raus. Die ersten paar Minuten hatte ich eigentlich ein ganz gutes Gefühl, aber dann merkt man halt einfach im Moment das Selbstverständnis der Bayern, wie die einmal ein aggressives Pressing dann ausspielen können mit ihrer Qualität und wie sie es dann auch veredeln vorne drin. Und mit dem 3-0 war es natürlich dann ja brutal schwierig. Aber trotzdem war es uns halt wichtig, dass wir die 90 Minuten auch versuchen, gut zu verteidigen, und es war uns wichtig, dass wir jedes Tor, das wir bekommen, natürlich versuchen zu verhindern, und das, denke ich, ist uns dann bis zum Ende ganz gut gelungen. Aber am Ende des Tages war Bayern der verdiente Sicherheit. Danke. Dankeschön. Jupp Heynckes, Sie hatten ein schweres Spiel erwartet. Sind Sie so gesehen auch sehr zufrieden mit dem Ergebnis und der Leistung? Ja, ich denke, das ist es richtig, dass wir so etwas schwer ins Spiel gefunden haben. Das heißt, dass der Gegner sehr, sehr strukturiert gespielt hat. Ich habe mir vor der Begegnung zwei Spiele angeschaut und musste feststellen, dass der FC Augsburg eine Mannschaft ist, die geordnet ist, die physisch sehr gut ist, gute Fußballer und als Mannschaft vor allen Dingen sehr gut spielen. Und wenn wir heute nicht solch eine Top-Einstellung gehabt hätten und sehr aufmerksam und sehr konzentriert gespielt hätten, hätten wir das Spiel nicht so klar gewinnen können. Es ist richtig, nach so circa 20 Minuten, wir haben auch Geduld gehabt, nach 20 Minuten haben wir wesentlich besser zu unserem Kombinationsspiel gefunden, und mit dem 1-0 weiß man aus der Erfahrung, dass es dann immer etwas leichter wird, weil der Gegner natürlich auch das Spiel gleichgestalten möchte oder auch Tore erzielen, und muss sagen, dass mit dem 2-0 das schon ein Vorsprung war, der zu dem Zeitpunkt vor der Pause ganz wichtig war, und natürlich zum richtigen Zeitpunkt auch das 3-0 erzielt. Und muss sagen, dass wir dann immer unsere ganze Klasse ausgespielt haben. Das ist Positionsspiel, dass wir den Ball haben zirkulieren lassen, dass wir auch vor der Pause schon das Spiel im richtigen Augenblick verlagert haben. Und das war insgesamt eine sehr gute Leistung. Man muss auch immer noch berücksichtigen, dass wir mit Ribéry und Coman, der heute kurzfristig ausgefallen ist, und auch mit Thomas Müller natürlich drei Angreifer nicht dabei haben. Und deswegen hat das auch Juan Bernat auf der linken Seite hat er das sehr gut gelöst, weil man muss auch berücksichtigen, dass er, glaube ich, 3 Monate verletzt war, und dass er in den letzten 2 Wochen mit der Mannschaft schon voll trainiert hat. Und das war für mich mal das eine großartige Leistung nach so langer Verletzungspause. Insgesamt sage ich nochmal, wir haben 3-0 gegen einen guten Gegner gespielt. Man hat das vielleicht heute nicht so auf dem Spielfeld sehen können, aber wir haben es auch nicht zugelassen. Weil, und das ist auch etwas, was im Fußball große Bedeutung hat, dass man zu Null spielt, dass man wenig Torchancen zulässt. Und wir haben eine Kopfball-Torchance zugelassen und sonst gar nichts, im Gegensatz zu Dortmund oder auf die vorherigen Spiele. Vielen Dank. Dann Ihre Fragen bitte. Wie immer, kurzes Handzeichen und das Mikrofon erwarten. Hier vorne in der Mitte bitte. Plettenberg von der Bild. Herr Heynckes, Glückwunsch zu Ihrem Jubiläum, 500. Sieg als Spieler und als Trainer. Was bedeutet Ihnen das, und kennen Sie überhaupt noch das Gefühl zu verlieren? Sie haben ja eine sehr, sehr gute Quote aktuell, einen guten Lauf. Ja, ich bin natürlich mit wenn man will, Jubiläum oder was es auch immer sein soll, konfrontiert worden. Aber ich bin natürlich sehr überrascht, weil ich da nicht Statistik geführt habe, und ich kann nicht sagen, es bedeutet mir nichts, das wäre sicher falsch, nur das ist natürlich eine großartige Zahl, aber ich war heute auf das Spiel fokussiert und auf den heutigen Gegner, und da denkt man natürlich nicht irgendwie, ob man jetzt ein Jubiläum hat oder dass man so viele Spiele gewonnen hat als Spieler und als Trainer, und
ja, das, ich nehme das so zur Kenntnis und dann ist es auch gut. Und mit der Siegesserie, ja, ich hoffe, dass sie anhält. Das konnte man nicht voraussehen, das konnte man nicht voraussagen. Nur die Mannschaft hat in den letzten Wochen wahnsinnig intensiv gearbeitet. Wir haben in allen Bereichen haben wir uns verbessert. Und ich bin auch nach wie vor der Meinung, was ich schon nach dem Dortmunder Spiel gesagt habe, wenn alle Spieler wieder zur Verfügung sind, dann werden wir noch besseren Fußball spielen. Oben bitte, vorletzte Reihe. Herr Heinke, Sie haben gesagt, dass Ihnen drei Offensive gefehlt haben. Jetzt haben Sie aber in Robert Lewandowski einen Stürmer, der weiterhin trifft wie am Fließband. Sind Sie mit Ihrer Erfahrung auch immer noch manchmal verblüfft über so einen Spieler? Nein, ich weiß ja, ich sehe Robert Lewandowski ja täglich im Training. Und hat er ja permanent Mittwochs Samstag-Rhythmus gehabt und er war auch so etwas müde. Und er ist ein erfahrener Spieler, ein kluger Spieler und hat Nationaltrainer gebeten, ihm die zwei Spiele nicht zu absolvieren. Und das hat man heute gemerkt, dass er wieder frisch war. Das hat man in der ganzen Trainingswoche schon gesehen. Und das überrascht mich nicht. Er ist ein Weltklasse-Spieler und Weltklasse-Spieler müssen auch mal ab und zu mal Tore erzielen. Keine Frage mehr? Doch, eine, die letzte in der Mitte, bitte. Herr Heinkes, können Sie noch ganz kurz was zur Leistung von Arturo Vidal heute sagen und inwiefern das dieses Spiel von ihm vielleicht auch Ihre Planungen mit ihm beeinflusst? Ja, ich hatte vor zwei Wochen zweieinhalb Wochen ein längeres Gespräch mit Arturo und habe ihm gesagt, dass ich mit seinem gesamten physischen Zustand nicht zufrieden bin, dass er was verändern muss und wenn er spielen möchte. Und das hat er nicht ganz so gesehen, aber er hat dann von dem Zeitpunkt an anders trainiert, sich anders verhalten im Training und auch in dieser Woche überragend trainiert und hat man das schon gesehen. Und ich weiß ja, was er zu leisten vermag. Ich kenne ihn ja nur von meiner Zeit bei Bayern 04 Leverkusen. Und so wie er heute gespielt hat, hat er bei mir das erste Jahr fast immer gespielt. Zwar nicht, dass er jedes Mal ein Tor erzielt hat, aber laufstark, aggressiv, fußballreich gut. Und das erwarte ich auch von ihm. Dann vielen Dank für Ihr Kommen, wünsche ein schönes Wochenende. Danke den beiden Cheftrainern und unseren Gästen. Guten Nachhauseweg. Danke. Dankeschön.